Es wird folgendes Urteil verkündet im Namen des Volkes. Aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 2017 hat das Bundesverfassungsgericht Erster Senat für recht erkannt. Erstens, § 32 Absatz 3 Satz 1 Nummern 2 und 3 sowie Absatz 3 Sätze 2 und 4 des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung vom 28. August 2004 sowie § 1 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zu dem Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 10. November 2009 sowie § 2a Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Baden-Württemberg in der Fassung vom 15. September 2005 und des Änderungsgesetzes vom 15. Juli 2010. Der Zustimmungsbeschluss des Landtags des Freistaats Bayern vom 22. April 2009 zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung sowie Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über die Hochschulzulassung in Bayern vom 9. Mai 2007 in der Fassung des Gesetzes vom 9. Juli 2012. § 1 des Gesetzes des Landes Berlin zu dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 29. Oktober 2008 sowie § 8 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Sätze 1 bis 5 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 2005 und des Gesetzes vom 26. Juni 2013. Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes der Freien Hansestadt Hamburg zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 17. Februar 2009 sowie Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 17. Februar 2009 in der Fassung des Gesetzes vom 6. März 2012. § 1 Absätze 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 2 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes des Landes Hessen zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung in der Fassung vom 15. Dezember 2009. Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung sowie zur Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes vom 11. März 2010 und § 4 Absatz 1 Nummer 2 Absatz 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Mecklenburg-Vorpommern vom 14. August 2007 in der Fassung des Gesetzes vom 16. Dezember 2010. Artikel 1 Absätze 1 und 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung und zur Änderung des niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes vom 17. Februar 2010 sowie § 8 Absatz 1 des niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes vom 29. Januar 1998 in der Fassung des Gesetzes vom 17. Februar 2010. § 1 Absatz 1 des Gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ratifizierung des Staatsvertrags vom 5. Juni 2008 über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 18. November 2008 sowie § 2 des dritten Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen vom 18. November 2008. § 1 des Gesetzes des Landes Rheinland-Pfalz zu dem Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 27. Oktober 2009. § 1 des Gesetzes Nummer 1666 des Saarlandes zur Ratifizierung des Staatsvertrages über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008. Artikel 1 des Gesetzes des Freistaats Sachsen zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 16. April 2009 sowie § 3 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium im Freistaat Sachsen vom 7. Juni 1993 in der Fassung des Gesetzes vom 18. Oktober 2012. § 1 Absätze 1 und 2 sowie § 3 A Sätze 2 und 3 des Hochschulzulassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2012. Artikel 1 Absätze 1 und 2 des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Zustimmung zum Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung und zur Änderung des ZVS-Gesetzes vom 27. Juni 2008. § 4 Absätze 1 Absatz 1, Sätze 1, 2 und 4 sowie Absatz 2 des Zustimmungs- und Ausführungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein zu dem Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 19. Juli 2007 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juni 2009 und § 12 Absatz 2 Satz 1 des Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung vom 5. Februar 2016
sowie § 1 des Thüringer Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die Richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 16. Dezember 2008 sowie § 11 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Thüringer Hochschulzulassungsgesetzes vom 16. Dezember 2008 sind, soweit sie die Zulassung zum Studium der Humanmedizin betreffen, mit Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar. Zweitens, § 8a des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 2005 ist gemäß Artikel 31 des Grundgesetzes nichtig, soweit er für die Studierendenauswahl in der Abiturbesten und in der Wartezeitquote gemäß § 32 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 2 des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung vom 28. August 2004 gilt. Drittens, die mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärten Vorschriften gelten bis zu einer Neuregelung fort. Bis zum 31. Dezember 2019 ist eine Neuregelung zu treffen.